Das ist total ätzend. Das ist total ätzend. Drei Negativmöglichkeiten, du versuchst das... Ich will meine eigenen Optionen haben, was ich sagen kann und was nicht. Oh. Macht mich so sauer gerade. Wirklich jetzt? Spiel? Wirklich? Uns bleiben sogar noch zwei Stück übrig, um nochmal was gegen Kopfschmerzen zu machen. So, pass auf. Wir können nichts weiterentwickeln, soweit ich weiß von den Sachen. Nicht, weil uns diese guten Griffe alle fehlen. Da kriegen wir Glasfiolen raus. Bleiplatten, Bleistab, Bleistange. Das können wir fast schon verkaufen, eher. Das sind alles Sachen, die wir nicht unbedingt... Naja, Kalium, Permanganat, okay. Aber verkaufen uns sich bei den Sachen auch nicht wirklich. Aluminiumfragmente brauchen wir auch nicht. Ja, dann kann ich nur aufs zweite Mal durchspielen hoffen, ganz ehrlich. Weil so bei einigen Optionen bin ich absolut nicht einverstanden, was das anbelangt. Hallo? Danke. So. Absolut nicht einverstanden. Wirklich nicht. Ja, die Pflanze sieht traurig aus, richtig? So, hier kann man aber leider nichts Neues machen. Was war das nochmal? Umziehen oder sowas? Warum mit Ladebildschirm? War das umziehen? Was ist das jetzt nochmal? Wir gehen ja jetzt nicht in den Schrank rein, oder? Ziehen wir uns um? Was tun wir? Tun wir nicht. Außer, dass wir jetzt... Doch, wir haben andere Klamotten an. Ja, gut, dann... Ich guck mal eben, was wir uns für 3870 leisten können. Und dann gucken wir einfach mal, was mit den Bezirken passiert. Wir haben jetzt alle so weit geheilt, wie es irgendwie ultimativ geht. Ultimativ, ich lese gerade ultimativ, ja. Ich bin echt damit ein bisschen zu unzufrieden, aber es nützt nichts. So, Autophagie war die Selbstheilung, was gar nicht so schlecht ist, aber wir können uns auch relativ schnell hintereinander heilen. Wir könnten natürlich nochmal unsere anderen Sachen, damit kann ich auch nicht wirklich umgehen bei den Sachen hier. Warte mal, was war denn hier? Das haben wir schon auf zwei, die Wut, ne? Springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Das ist eigentlich meine ultimative Lieblingsgeschichte hier. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können. War das das? Meine Wut? Ist das meine Lieblingsfähigkeit? War das das? Das ist das mit den Klauen, genau. Das ist auch nicht schlecht, ist, weil das dann doch schon mal ganz kurz einen Gegner auch wegschleudern kann, wieder so ein bisschen weg. Aber 3000 gleich dafür, wow. Autophagie war die Selbstheilung. Und dann haben wir einmal was? Regeneration. Oh, damit tue ich mich schwer. Die Gerinnung. Kann ich auch nicht wirklich mitarbeiten. Wir können das noch verbessern. Ich befürchte, dass ich fürchterlich abstinken werde, wenn wir jetzt zu Lady Ashbury kommen. Weil dann werden wir anderen Vampiren begegnen. Und ich glaube, da werde ich fürchterlich bei versagen. Weil die Ausdauer auch nicht verkehrt wäre. Ne? Also egal was. Die kostet mir aber gleich... 1000. Hui.
Ach, Stufe 20 brauchen wir dafür. Vorher kann ich das gar nicht machen. Alles klar, das heißt, ich kann die Sachen ruhig in andere Sachen reinstecken. Mit jedem Treffer auch Blut aufnimmst. Okay. Dass du die Stärke der Klauen zu nutzen gelernt hast, schockt deinen Schlag und deine Beute. Wenn wir Schock haben oder die geschockt oder gestunt sind, dann können wir sie auch aussaugen, aber damit. Das ist nicht so meine Stärke. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, das haben wir schon. Der Schaden wird nicht. Damit aber wesentlich größer. Abklingzeit wird auch besser, ne? Oder? Wir haben jetzt eine Abklingzeit von 3. Da wird sie noch 1,5 auf 2. Dafür machen wir aber wesentlich mehr Schaden, wenn wir die Klauen einmal benutzen. Aber gleich 3000. Ach komm. Ich mach die Klauen einmal besser. Und das war's dann auch, glaube ich, schon. Mehr können wir gerade gar nicht machen. Das kostet mich gleich 1000. Und hier können wir, glaube ich, auch nichts besser machen. Ne? Das kostet gleich 2000. Und mit der Gerinnung arbeite ich auch nicht wirklich besonders gut mit. Also von daher würde ich fast sagen, wir belassen es dabei, oder? Wobei, wenn wir schocken und dann öfter mal aufnehmen können. Ach, das kostet mich auch gleich 1000. Der nächste Stufe kostet mich 1000. Ja, komm, dann versuchen wir es damit. 300. So. 600. Schade. Wenn bis im Kampf verwendet wird. Das nützt ja nur, wenn wir ihn stunnen, unseren Gegner. Ich versuch's mal. Alles klar, wir bestätigen das Ganze und schlafen eine Nacht drüber. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Die folgende Nacht. Okay. Wir gehen auf 94%, das ist aber auch nicht viel, was das anbelangt. Ja, wow. Und wer wird krank? Die anderen werden krank. Das ist ein ewiger Kampf. Loretta und Xiao Shun, ja. Wir gehen auf 99%. 100% gereinigt. Wenn es mal so bleiben würde. Deine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Könnten sich geändert haben. So, da waren wir noch gar nicht. Das bleibt bei stabil. Gesund. Auf 100%, alter Schawitzki. Ha, das heißt Booth, Sabrina und Tom. Oh, das ist so müßig. Alle haben die Erkältung, okay. Na gut. Jetzt sind wir auch Level 20. Wow, schön. Nur ein bisschen zu spät. Alles klar, ich würde sagen, dann machen wir jetzt Lady Ashbury. Boah, da brauchen wir eigentlich nur dem Y zu folgen. Das heißt, ich muss eigentlich nur rüber. Das wäre ein Umweg. Ich würde sagen, über die zweite Brücke. Ne? Wenn wir jetzt hier über die Brücke laufen, machen wir da mal die Markierung hin. Das ist nicht die zweite Markierung, ne? Ja. Na gut. Oh, das ärgert mich jetzt echt. So mit vielen Optionen ärgert mich das total. Gehen wir unten lang.
Die sind jetzt auch alle sowieso wieder da, ne? Also es ist eh egal. Wir müssen wahrscheinlich sowieso wieder gegen alle kämpfen. Jo, das ist alles klar. Ich muss aber eh über die Brücke. Also es ist im Grunde genommen auch egal. Wir gehen jetzt erstmal zu Lady Ashbury. Haltet da eine Kiste, ist schon mehr was drin. Oh oh. Was willst du von mir? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my child. Can you not hear? The famished queen has awoken. Ich bestehe darauf, schweig still. Lass ab von mir. Wenn er uns mal mehr erklären würde. Wahrscheinlich würde er generell sagen, ich bin nicht dein Streiter. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to it. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Wenn er sich mal mehr erklären würde. Tired of all these puppet shows. Ja, danke, Jonathan. Danke. Ich bin voll bei dir. Wenn der mal mehr erklären würde. Tut er ja nicht. Wir waren schon mal hier, ne? Wir sind aber hier, glaube ich, nicht weitergekommen damals. Kann das sein? Ja. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Ich weiß es nicht. Ich finde, die erzählen uns alle viel zu wenig. Und das nervt mich langsam. Wir sind ein Spielball für alle hier. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Na, das sind schon wieder Priven, Leute. Wir waren hier noch gar nicht. Da klopfen sie schon wieder überall an die Tür. Ah, wir können einen neuen Unterschlupf freischalten. Nein, du... Ich wollte da eigentlich rein. Warum kann ich da nicht rein? I cannot enter. Alles klar, wahrscheinlich wieder von der anderen Seite. Wie weit kann ich denn hier oben so lang laufen? Das war's auch schon, ne? Da ist der Rekrut. Tja, komm, verzeiht's. Oh, der war sogar anfällig gegen Bluten. Okay, das ist gut. Da ist schon wieder so ein Dingstyp. Okay. Da haben wir noch was. Hier die Türen können wir alle nicht benutzen. Unser Streiter wegen der blutigen Königin. Heißt das jetzt, es gibt auch Gute unter den Vampiren? Ich hab... Was? Oh, da liegt noch ein Säckchen. Ich finde das so... So verwirrend. Warum erzählt er uns denn nicht mehr? Und sein Streiter, hat er mal gesehen, wie schlecht ich bin? Hi.
Okay, wir räumen jetzt erstmal hier ein bisschen auf, in der Hoffnung, dass ich hier so schnell nicht sterbe. Damit wir hier einfach mal ein bisschen besser immer hin und her laufen können. Vielleicht sollten wir einfach direkt zu Lady Ashbury gehen. Weil ich hätte jetzt echt ganz gerne mal ein paar Antworten. Gegen wen kämpfen die da vorne? Brandscharfrichter von Priven. Okay, ja, aber gegen wen kämpfen die denn jetzt wirklich? Oh, das war ein Ikon, glaube ich, ne? Kann das sein? Ah! Mann! Das... Oh, wie ätzend! Den wollte ich gar nicht angreifen. Habe ich zu spät gesehen. Hier sind sie wieder zu. It's locked, all right. Ach, Jonathan, ich kann es bald nicht mehr hören. Auch wenn du das noch so reizend sagst. It's locked, all right. Es ist schön. Apropos schön, wir würden. Das ist Lady Ashburys Anwesen. Wer bist du? Wer bist denn du? Boshafter Ekel. Oh Gott, müssen wir jetzt gegen die ganzen Vampire kämpfen? Okay. Wahrscheinlich sollte ich da wirklich jetzt gleich hingehen zu Lady Ashbury, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier besser wird. Wer ist denn das? Sieht aus, als wenn er hier gegen ein Kind kämpfen würde. Wer ist denn der Große? Das ist auch sowas wie Fergal, ne? Boshafter Wilcott. Ja, ganz ehrlich, ne? Dann kämpfen wir schön weiter gegen den. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade möchte, gegen den kämpfen. Nee, komm, wir gehen zu Lady Ashbury. Jetzt wäre es mal Zeit für ein paar Antworten, was hier eigentlich los ist. Ist das hier? In dem Anwesen hier. So this is where she lives. What a splendid house. Weil ich hätte jetzt echt gern ein paar Antworten. Gehen wir rein. Dieses ganze Geheimnisvolle. Warum? Ashbury Anwesen. Status, das ist... Oh. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Mm-hmm. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Nennen Sie mich nicht so, nennen Sie mich Jonathan. Das weiß sie ja, was sie könnte. Aber wir können mal fragen, warum sie uns unentwegt verhöhnt. Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes.
For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Nun, ich habe meine Schwester umgebracht. Ja, Mary war der mordende Vampir. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Ich wollte das nicht. Ich habe Mary zweimal getötet. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Gut, mein Schöpfer muss mächtig sein. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? Er wirkte zeitlos. Weiß ich nicht, was versteht man darunter? Ich spürte diese Kraft. Naja, es war ja schon eine Kraft. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Oh ja. Auf jeden Fall. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Gut. Wieso ist es immer noch offen? Das hatten wir doch jetzt schon. My sister Mary. She was made a vampire. Ja, das hatten wir ja schon. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance. Ich wollte das nicht. Ich denke mal, dagegen wird er gar nichts machen können, aber wir sagen es trotzdem. Hallo? I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying. And I make sure they are dead before leaving their remains. Gut, dann möchte ich jetzt mal Fragen stellen. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Okay, ich bin gespannt. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings.